Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Videotutorial. Wir werden uns heute mit der Loxone Intercom beschäftigen und schauen uns an, wie vielseitig wir das Ganze einsetzen können. Da die Loxone Intercom ein Netzwerkgerät ist, kann ich diese ganz einfach über unsere Netzwerkgerätesuche finden. Bitte denkt daran, dass die Loxone Intercom aus zwei Teilen besteht, einen Audio-Teil und einen Videoteil. Diese muss ich auch als separate Teile einlernen. Das heißt, ich füge einmal meinen Videoteil hinzu und muss dann auf den Videoteil angeklickt meinen Audioteil hinzufügen. Erkennen tue ich das Ganze dann daran, dass ich dann zwei IP-Adressen für ein Gerät habe. Nun muss ich meine Intercom wieder einfach nur anwählen und in meine Programmierseite ziehen und die Loxone-Config erstellt mir automatisch meinen passenden Baustein und öffnet mir meine entsprechende Konfigurationsseite. Hier kann ich jetzt, wenn ich einen Music-Server habe, direkt die Audiozonen, an denen geklingelt werden soll, auswählen. Beispielsweise nehmen wir jetzt mal das Kinderzimmer heraus und fertig ist mein Baustein. Jetzt brauche ich nur noch mich um die Konfiguration der entsprechenden Parameter kümmern. Hierbei trage ich dann meinen Benutzernamen und mein Kennwort für die Kamera ein und das gleiche auch für mein Audio. Beim Audio-Teil dann über ein entsprechendes ZIP-Modul. Bitte denkt daran, dass die Kennwörter der Loxone Intercom standardmäßig als Admin-Admin hinterlegt sind. Um das Ganze zu konfigurieren, müssen wir das dann über die Web-Oberfläche der Intercom einstellen. Als weitere Parameter habe ich dann nur noch den Eingang Max, wo dann angezeigt wird, welche Zeit lang meine Intercom aktiv ist in meiner App und ich sehen kann, wer denn vor meiner Tür steht. Schauen wir uns jetzt mal die Programmierung des Bausteins an. Hierzu verbinden wir dann unsere drei Schaltausgänge, die wir über die Visualisierung steuern können, dann mit den entsprechenden Teilen, die wir steuern können. Das heißt, wenn geklingelt wird, gehe ich einmal über einen Monoflop an mein Zentrallicht und habe zusätzlich gleich noch meine Funktion der Lichtklingel realisiert, wenn man an meiner Intercom geklingelt wird. Um natürlich auch meine Türen öffnen zu können, muss ich auch hier wieder meine entsprechenden Motorschlösser damit verbinden. Gleiches gilt auch, wenn ich über die Visualisierung einfach nur meine Außenbeleuchtung schalten möchte, dann geht das auch hier rüber. Ebenso könnte ich auch zum Beispiel für einen Lieferanteneingang gleichzeitig schon das Rolltor hochfahren dank der Visualisierung und verbinde dann einfach noch mein Rolltor mit meiner Intercom und habe dann gleich meine Ausgänge direkt parametriert. Was mir jetzt noch fehlt, ist die Bezeichnung des Ganzen. Diese müssen wir noch umbenennen. Fertig ist die Konfiguration der Intercom. In diesem Beispiel sehen wir das Zusammenspiel mit einem NFC-Code Touch und der Loxone Intercom zusammen. Wenn ich meinen Code einmal falsch eingegeben habe an meinem NFC, werden NFC und Intercom-Klingelknöpfe für 5 Sekunden gesperrt. Wenn ich meinen Code zweimal falsch eingegeben habe, dann werden Intercom und mein NFC für weitere 5 Sekunden zusätzlich gesperrt. Wenn ich dann meinen Code dreimal falsch eingegeben habe, wird an der Intercom geklingelt. Dadurch wird automatisch ein Screenshot erstellt und zusätzlich werden Intercom und NFC-Code Touch für die Bedienung permanent gesperrt. Das Ganze lässt sich dann wiederum zurücksetzen, da ich ja an meiner Intercom geklingelt habe und dann über den entsprechenden Visualisierungsschaltausgang könnte ich meinen Ausgang auch wieder zurücksetzen und meine Endgeräte entsperren. Schauen wir uns das Ganze doch jetzt mal in der App an. Hier gehe ich wieder auf meinen Außenbereich und finde dann den Knopf meiner entsprechenden Intercom. Kann jetzt natürlich jederzeit mich mit meiner Intercom verbinden und sehe, was gerade vor meinem Haus oder wie hier in meinem Schulungsraum alles los ist. Und kann dann anfangen, meine entsprechenden Ausgänge über die Visualisierung zu steuern. Könnte jetzt auch eine Verbindung aufbauen und könnte dann mit Ihnen reden. Jedes Mal, wenn an meiner Loxone Intercom geklingelt worden ist, erstellt meine Intercom automatisch einen Screenshot. Das bedeutet, ich weiß immer, wer vor meiner Haustür gestanden hat und entsprechend geklingelt hat. Es werden aktuell bis zu 100 solcher Screenshots gespeichert. Diese sind allerdings nicht auslesbar und weiterverwertbar. Wenn nun an meiner Intercom geklingelt wird, bekomme ich neben dem visuellen Feedback auch noch das Klingeln über meinen Music-Server mit und bekomme im gleichen Moment auf mein Handy eine Push-Benachrichtigung und gleichzeitig, wenn ich die App bereits offen habe, irgendwo wechselt das Ganze in meinen Intercom-Bild und ich sehe, wer vor meiner Tür ist und geklingelt hat und kann entsprechend reagieren. Und das Beste ist, ich benötige noch nicht einmal eine Gegensprechanlage, da jedes meiner Smartphones oder meiner Tablets automatisch dank der Loxone App die Möglichkeit hat, als Gegensprechanlage zu fungieren. Dabei ist es natürlich auch egal, ob ich im Haus bin oder unterwegs bin. Ich bekomme immer mit, wer bei mir klingelt und was er möchte.
Heute konnte ich euch einen kleinen Einblick in unsere Loxone Intercom geben. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Viel Spaß beim Ausprobieren und bis bald. Ciao!